Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Dienstag. Ja, heute kommen wir zur 270. Geschichtsstunde von Egon, den zweiten Teil von 1950. Bevor ich das damit loslege, nur ein kleiner Zu oder ein kleines Vorwort. Ich habe gerade noch mal so, bevor ich losgelegt habe, im Videotext von ARD durchgeblättert. Ja, und da verkündet man eine tolle Erfolgsmeldung. Das Kontingent für Familiennachzüge wird ausgeschöpft. Also das mit diesen subsidiären Nachzügen. Es kommen ja noch andere dazu. Also die, die nicht subsidiär sind, kommen ja trotzdem noch zusätzlich. Da sind wir jetzt so bei über 1000, knapp über 1000. Weil man darf ja auch danach holen, wenn in den Vormonaten weniger Visa erteilt worden sind. Das heißt, gestern sah ich in der Aufzeichnung, oder war sogar das Original schon von Tagesthemen, muss ich jetzt überlegen. Auf jeden Fall hat man da schön gebracht, wie tolle Fortschritte es im Afghanistan gibt, weil dort ja alles so gut läuft. Und wenn jetzt die Taliban mit den USA verhandeln und die Taliban dann mehr Einfluss gewinnen, könnte das ja alles wieder zerstört werden, bla bla bla. Kurzum, also in Afghanistan, wo man es, wenn es dann immer passt, erzählen will, man kann dort keinen hin abschieben, weil das zu gefährlich ist, wird jetzt wiederum anders, weil es wieder politisch anders gebraucht wird, hingestellt, als ob sich das so viel zum Positiven verändert hätte. Ja, von dort holen wir also Kinderchen wahrscheinlich nach. Aus dem Irak, wo ja im Prinzip schon eine US-Vasallenregierung dran ist, wo es eigentlich dem Sinn keinen Krieg mehr gibt, ist auch, holen wir auch Kinderchen nach. Syrien, da ist der IS so gut wie weg, gibt es auch eigentlich keinen Grund mehr, warum nicht die Syrer wieder zurückgehen können. Natürlich die, die Verbrechen begangen haben, solche wie wir jetzt als IS-Kämpfer zurückholen wollen, die könnten natürlich Probleme kriegen. Auch solche Kinderchen kriegen jetzt einen Familiennachzug, sodass man wohl in kurz über lang und nicht in allzu langer Zeit die nächsten großen Familienclans in arabischen Familienclans in unseren Großstädten haben werden. Ich kann nur jedem Deutschen noch tausend, ich habe es schon x-mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, sagen, schaltet endlich mal eure Birne ein, lasst euch nicht von ARD und ZDF mit ihren schönen Familiensagas, vom tollen Zuwanderer, den Kopf vernebeln. Ihr werdet euch noch wundern, wo wir in 10, 15, 20 Jahren sind. Hier werdet dieses Land nicht mehr wiedererkennen. Wir können sie jetzt schon fast kaum noch wiedererkennen. Selbst in Erfurt kriegt man immer mehr mit, dass man denkt, manche Tage, man ist irgendwo in Nordafrika oder im Dschungel, weil da nur noch Schwarze oder Dunkelhäutige entgegenkommen. Ne? Es gibt ja Gegenden in Deutschland, wo es schon noch viel extremer ist. Aber ihr seid still, ihr lasst es euch gefallen. Aber wie gesagt, es ist das Schöne. Ich habe einige gute Jahre erlebt. Ich habe meinen Herzinfarkt und allen Scheiß. 100 wäre ich nicht mehr. Wenn ich vielleicht 74, 75 wäre, wäre ich schon zufrieden. Ohne dass ich irgendwo in einem Altersheim oder sonst wo lande. Ihr Idioten, die ihr euch jetzt in die Ecke setzt und alles geschehen lasst, ihr werdet es noch richtig auskosten. Und vor allem diese kleinen dummen Idioten, die auf der Straße rumrennen und jeden physisch und psychisch belästigen bei dämlichen Demos für die bunte Welt, ihr werdet es richtig auskosten. Euch werden eure geliebten Zuwanderer noch so richtig das Maß nehmen. Es sei denn, ihr werdet endlich mal munter. Und fangt an, hier auf die Barrikaden zu gehen, was hier alles ins Land geholt wird. Familiennachzug jeden Monat 1000, plus dann die, die jetzt nicht subsidiär sind, die sowieso kommen, jeden Monat noch 15, 16, 17.000, so war der Schnitt im letzten Jahr, die so als sogenannte Flüchtlinge kommen. X Zuwanderer aus den EU-Staaten, da aber vor allen Dingen aus den Staaten, die dann kommen, um hier Trickdiebstähle oder sonstiges zu machen, Südosteuropa und Osteuropa. Wir können jeden Tag die Polizeiberichte verfolgen, was das für Fachkräfte sind. Meistens steht Rumänien da, ab und an auch Bulgaren. Wen ich selten sehe, sind Ungarn. Da passiert eigentlich, das habe ich kaum mal einen Verbrecher dabei. Aber Rumänien, das ist Wahnsinn, was da laufend jeden Tag passiert.
Polen, ich will nicht alle Polen über einen Kamm scheren, aber das, was wahrscheinlich hierher kommt oder was sich damit im Zuge der Freizügigkeit hier bewegt, ist auch jeden Tag was zu lesen, wie sie als Einbrecher, als Autodiebe oder sonstiges geschnappt werden. Ja, wie gesagt, macht nur weiter so, rennt weiter diesen Dummköpfen hinterher, die euch einreden wollen, dass es rechtlich so wäre, dass wir IS-Kämpfer zurückholen müssen, ihre Familien, weil wir brauchen ja das anzugucken, die Kinderchen, die sehen zwar auf dem Bild so schön aus wie Kinderchen, aber ich kann euch mit Sicherheit sagen, wir müssen bloß in die Moscheen schauen, was da gepredigt wird hier in diesem Lande. Das sind keine Kinderchen, die man mit denselben Kinderchen vergleichen kann, die hier im Kindergarten von uns rumlaufen. Unsere werden dazu erzogen, sich alles gefallen zu lassen und schön Multikulti und bunt zu sein. Die werden dazu erzogen, mit dem Messer durch die Gegend zu laufen. Ja, gut, das dazu. Nur so als Vorabmeldung mal, was heute im Videotext schon stand. Also im Prinzip im Jahr dann nochmal 12.000, also eine Kleinstadt. An Zuwanderern durch den Familiennachzug, die dann aber in der offiziellen Statistik, die der Herr Seehofer dann am Ende des Jahres immer stolz mit seiner Obergrenze verkündet, nicht dabei sind. Weil die kriegen ja nur ein Visa, die stellen keinen Antrag mehr, die kriegen ein Visa und irgendwann dürfen sie rein. Ja, das war's. Geht's los heute mit der, jetzt muss ich mal überlegen, was ich gesagt, 270. Geschichtsstunde von Egon. Ja. Und da hatten wir gestern als letzten Eintrag, jetzt muss ich mal schauen, das war die Randbemerkung, da ging es um das DDR-Finale, das Finale in der Ostzone oder damals schon DDR, zwischen dem Dresdner SC und Zwickau, wo dann der Dresdner SC verboten worden ist, weil sie sich ungerecht gefühlt hatten und hatten dann ein bisschen Krawall gemacht. Und dann ist nachher schön, stand da zwar nicht drin, das weiß ich, mit diesem Dresdner SC. Bei einem sogenannten Freundschaftsspiel in West-Berlin stiften gegangen. Ja, und der letzte große Abschnitt war Unglück in der Zivilfahrt. Heute geht's los mit einem Fokus, hatte ich schon gesagt, dass das diesmal ein bisschen blöd aufgeteilt ist, aber es geht nicht anders. Es ist immer irgendwie dann am Anfang oder mittendrin mit einem Fokus. Die sonst aber meistens zum Glück so hier am Ende lagen. Diesmal ist einer gleich am Anfang. Und da geht es um Staatsfeinde im Visier. McCarthy macht Jagd auf Intellektuelle. Im Zuge des Kalten Krieges geht in den Vereinigten Staaten bereits seit Jahren die Angst vor dem Kommunismus um. Auf die Spitze getrieben wird diese Angst von Senator Joseph McCarthy, der seit 1950 einen Feldzug gegen eine angebliche Unterwanderung hoher US-Staatsämter durch Kommunisten und deren Agenten führt. Ja, haben wir ja im Moment sonst die Demokraten, die überall Russen wittern. Ne? Nur weil sie nicht einsehen wollen, dass viele in Amerika die Schnauze voll haben von diesem zionistischen System, was dort seit 150 Jahren, rund 150 Jahren, seitdem der amerikanische Bürgerkrieg geendet hat, herrscht, wo der Amerikaner, vor allen Dingen der weiße Amerikaner, nur noch der Leckarsch ist und jeder Minderheit in Anführungszeichen, die mittlerweile schon teilweise in Ecken eine Mehrheit ist, Sonderrechte kriegt oder ganz immer wieder der Arme und Unterdrückte ist, während der Weiße keine Schnauze mehr aufmachen darf, genauso wie bei uns. Ja, und ja, das haben wir heute wieder, bloß ein bisschen in einer anderen Form. Heute geht es gegen den bösen Antirassismus, gegen den bösen Rassismus, damals nannte sich Kommunismus. Joseph Raymond McCarthy ist seit 1950 Vorsitzender des Senatsausschusses zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe, so hieß der Ausschuss, jetzt haben wir es hier. Der Ausschuss wurde 1938 ins Leben gerufen, als der US-amerikanische Präsident Franklin D. Point Roosevelt, unser Freund von den Freimaurern, ein Gesetz gegen zersetzende politische Aktivitäten erließ. Nach Kriegsende stellte Roosevelts Nachfolger, US-Präsident Harry S. Point Truman, eine neue außenpolitische Leitlinie vor, die das Vordringen des sowjetischen Einflusses verhindern sollte. Unter Federführung von FBI-Chef J. Point Edgar Hoover beginnt eine Säuberung des Landes von unamerikanisch
gesonnenen Personen. Mehr als 100.000 Personen in Verwaltung, Industrie und Wirtschaft geraten unter Verdacht. Regierung und Parlament haben seither nicht davor zurückgescheut, umfangreiche Untersuchungen und Befragungen durchzuführen, die für die Betroffenen oftmals schlimme Konsequenzen haben. Anlass dafür sind oft nur vage Verdachtsmomente oder Denunziationen. Oh, das war Amerika 1950, nachdem sie erst das böse Regime der Nazis bekämpft haben, was ja dort gesagt hat, entschieden hat, die Zionisten, also war das Lager damals voll komplett ausgedehnt auf die Juden und die Kommunisten, die sie dort alle aus den Ämtern rausgeschmissen haben. Das war ja im Prinzip dieselbe Philosophie, dieselbe Ideologie. Ja. Bloß, dass in dem Fall halt die Juden noch dazu kamen zu den Kommunisten. Was bei uns also ganz böse war, was schlecht war, was bekämpft werden musste, weswegen unser ganzes Land in Schutt und Asche gelegt werden musste, haben die Amerikaner 5 Jahre später und auch schon, wie wir gelesen haben, durch Herrn Roosevelt vorher, allerdings noch nicht so extrem und intensiv, selber getan. Sie haben aus ihren Behörden alle rausgeschmissen, die nur verdächtig waren, dass sie mit den Sowjets zusammenarbeiten, dass sie Kommunisten wären, etc. Da sieht man wieder, wie komisch Sachen dargestellt werden. Ne? Was bei uns also ein Verbrechen war und was uns jeden Tag gezeigt wird, Bilderchen, wie auf einmal irgendein Zeitzeuge erzählt, heute durfte ich noch in mein Amt und morgen haben sie mich rausgeschmissen, bla bla bla. Und es gab Hetzjagden auf mich. Das wird uns jeden Tag gezeigt, aber was damals in den USA los war, 5 Jahre später, nachdem sie uns böse Deutsche geschlagen hatten, das wird nicht gezeigt. Das war genau dieselbe Vorgehensweise. Jeder, den der Herr Edgar Hoover und der Herr McCarthy als Kommunist bezeichnet hat und weghaben wollte, da reichte schon ein böser, so wie es heute ist, in unserem Lande, reicht schon ein kleiner Hinweis eines guten Nachbarn, der dann sagt, oh, mein Nachbar, das ist bestimmt der Kommunist. Ne? Der hat irgendwas Kritisches über den Staat gesagt, über das, wie es im Moment hier läuft. Der muss sofort vor dieses Tribunal. Ne? Und deswegen sage ich immer wieder, ist komisch, ist komisch. Genau dasselbe, was, oder deswegen, weswegen man uns kaputt gemacht hat und als bis heute als böse Unmenschen hinstellt, haben die Amerikaner überall genauso gemacht, die großen Befreier der Welt. Genauso. Ne? Und wie gesagt, die haben zwar, wenn denn sind, also die haben zwar keine Gaskammer gebaut oder Vernichtung, die haben die Leute anders vernichtet. Sie haben sie psychisch vernichtet, so wie man es mit uns heute in Deutschland tut, mit denen, die deutsch bleiben wollen und sich nicht zum Moslem konvertieren lassen möchten, Herr Seehofer. Ja, weiter geht's mit der nächsten Überschrift. Klima von Verdächtigung. Im Februar 1950 sorgt McCarthy mit seiner Behauptung, Aufsehen im Außenministerium seien verräterische Aktivitäten festgestellt worden. Wie bei zahllosen späteren Beschuldigten bringt McCarthy, der in der Öffentlichkeit häufig als Kommunistenstaubsauger bezeichnet wird, für diese Behauptung nie Beweise bei. Dennoch müssen ab Januar 1953 Anwärter auf leitende Stellen im Auswärtigen Dienst eine Loyalitätsüberprüfung hinnehmen. Bis Januar 1955 werden 8.008 Bundesangestellte wegen politischer Unzuverlässigkeit entlassen. Oh, der Erdogan der USA. Unter der Beschuldigung, ein Sicherheitsrisiko darzustellen, erfasst der Staat neben Kommunisten auch Alkoholiker, Drogensüchtige und Homosexuelle. Ja. Alles, für was man uns kaputt gebombt hat, alles, für was man uns kaputt gebombt hat, haben die Amerikaner genauso durchgezogen. Sie haben es bloß clever gemacht. Wie gesagt, wir haben ein bisschen mal Fehler gemacht. Wir haben sie einfach rausgeschmissen. Wenn wir gemerkt haben, sie haben schon jahrelang gegen uns gehetzt. Die haben vorher noch eine Prüfung gemacht, die natürlich wie so im Mittelalter die Hexenbefragung waren, so ungefähr, und haben dann entschieden, du hast im öffentlichen Dienst, im Staatsdienst nichts mehr zu suchen. Ne? Und nicht nur da, wir werden es noch erleben,
Ging auch um Schauspieler und also um Krempel, die dann keinen Job mehr gekriegt haben. Also wie gesagt, das ist immer das Komische, dass uns unsere Sache, was damals diese Auslese gemacht worden ist, immer wieder in so einer Endlosspule auf das Butterbrot geschmiert wird. Aber was da bei den Amerikanern los ist, können sie auch abendfüllende Filme machen, was da 1950 in den 50er Jahren los war. Die haben genau dieselbe Art und Weise an den Tag gelegt wie die bösen Nationalsozialisten. Einzigen Unterschied, sie haben halt nicht die Juden angegriffen, sondern ganz andere Menschen. Waren aber auch eventuell Juden dabei, die dann Kommunist waren oder so. Kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht, müsste mal gucken. Aber bestimmt waren da auch ein paar dabei. Ja, wie gesagt, das ist alles so eine Heuchlerei, wenn man uns hier alles, was in dieser Zeit 1933 bis 1945 war, als Verbrechen gegen die Menschheit und sowas erklärt. Ich wiederhole es nochmal, also es waren nicht nur Kommunisten, die man da aus dem Staatsdienst geschmissen hat, Alkoholiker, Drogensüchtige und Homosexuelle, das war das, was man bei uns gemacht hat. Bloß wir haben es halt noch zusätzlich gemacht, wir haben sie halt gleich noch irgendwo hinweggesperrt, damit sie entweder ihren Drogenkonsum los wurden oder wenn sie halt nicht zu bessern waren, blieben sie halt immer da drin. Ne? Ja, aber hier gab es ja auch Haftstrafen, wenn jemand dann als ganz böser, schlimmer Finger ja, bezichtigt wurde. Ja, mal Bild dazu. Hollywood-Stars lauschen gespannt dem Ausschuss, der den kommunistischen Einfluss auf die Filmindustrie untersucht. In Klammern zweiter, rechts, vorne rechts. Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, der so schön Propaganda gegen uns in Casablanca gemacht hat. June Havoc, Evelyn Keyes und Danny Kaye. So, da hat er ja Bogart dann mal selber auf der anderen Seite gesessen. Wie gesagt, der Casablanca-Film war ja nichts weiter als ein Propagandafilm gegen das böse Deutsche Reich. Na, wir erinnern uns. Schau mir in die Augen, Kleines. Und plötzlich war der Herr Bogart ein verdächtiger Kommunist, der selber auf der Anklagebank saß. Weiter geht's noch mit einem Bild. Szene aus der Verfilmung 1996 des Dramas Hexenjagd, in dem Arthur Miller seine Erlebnisse der McCarthy-Ära verarbeitet. Ja, da hat man einen Film gedreht. Nicht wie bei uns, wo man, um uns so richtig ein schlechtes Gewissen einzureden, schon tausende, also hunderte Filme gedreht hat, die uns jeden Tag auf den Sack damit gehen. Ich sag's mal ganz deutlich, auf den Sack damit gehen. Ja. Weiter geht's mit dem letzten Abschnitt aus diesem Fokus. Intellektuelle wehren sich. Auch Personen des öffentlichen Lebens, Künstler, Schauspieler und Intellektuelle geraten unter Verdacht. Viele werden mit Berufsverbot belegt. Unter den Opfern befinden sich unter anderem Charlie Chaplin, damals Juden, ne? Der nach Europa emigriert. Der Krimi-Autor Dashiell Hammett verweigert die Aussage vor dem Ausschuss und wird inhaftiert. Der Dramatiker Arthur Miller vergleicht die USA mit einem besetzten Land, in dem absolut jeder ein feindlicher Spion sein könne. Miller verarbeitet seine Erlebnisse in dem Drama Hexenjagd, hat man gerade das Bild, indem er die Kommunistenhysterie mit einem Fall von Hexenverfolgung aus der amerikanischen Pionierzeit in Beziehung setzt. Der deutsche Naturwissenschaftler und Nobelpreisträger Albert Einstein, der seit 1940 US-Bürger ist, greift 1953 die Untersuchungsmethoden des Senatsausschusses scharf an und ruft zum passiven Widerstand auf. Zitat: Es ist eine Schande für einen untadeligen Bürger, sich einer solchen Befragung zu unterwerfen, die die Verfassung verletzt. Reaktionäre Politiker haben es unternommen, dem Volk Misstrauen gegenüber allen intellektuellen Bestrebungen einzuflößen, indem sie ihm eine von außen drohende Gefahr vorgaukeln. Jeder Intellektuelle, der vor eines dieser Komitees gerufen wird, sollte die Aussage verweigern. Zitat Ende. Erst 1954 kann McCarthys Macht gebrochen werden. In Überschätzung seines Einflusses
beschuldigt der US-Präsident Dwight D. Point Eisenhower öffentlich, ein Verräter zu sein. Daraufhin entmachtet der Präsident den Senator. Eines der dunkelsten Kapitel der US-Geschichte geht zu Ende. Aber wie gesagt, es hat ja nicht bloß der McCarthy hat seinen auf die Spitze getrieben, es ging schon beim Herrn Roosevelt los, unserem Freund von den Freimaurern, der uns böse deutsche Nazis so bekämpft hat, für dasselbe, was er in den USA angerührt hat. Ne? Nämlich die Verfolgung von Kommunisten, Homosexuellen, Drogensüchtigen und was hat man noch? Und von Alkoholikern. Ne? Also alles so, heute würde man sagen, asozial, ne? In der damaligen Zeit. So, es ist schon interessant, wie immer in dieser Geschichtsschreibung der Zionisten und Bolschewisten, auf der anderen Seite haben wir sie genauso in der Geschichtsschreibung alles schön so gedreht wird, wie sie es brauchen, wo die einen immer ganz einseitig absolut nur die Bösen sind und sie immer die Guten sind. Und dann aber solche, in Anführungszeichen, Flecken in ihrer Geschichte ganz gern ganz klein halten, am besten gar nicht drüber reden. Weil dann viele mit vielleicht mal nachdenken würden und würden mitbekommen, dass bestimmte Sachen, die uns zum Beispiel in der damaligen Zeit als böses Verbrechen und sonstiges vorgeworfen worden sind, in anderen Ländern genauso Usus waren, bloß mit anderen Mitteln durchgesetzt worden sind. Ne? Und die USA ist nun das beste Beispiel für Heuchler. Ne? Das haben wir ja nun jetzt gerade hier nochmal deutlich erlebt. Und dann haben wir noch ein letztes Bild von diesem Fokus. Für Joseph McCarthy, den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses für unamerikanische Umtriebe, sind die USA ein Land voller Staatsfeinde. War der Herr McCarthy. Weiter geht's. Jetzt kommen wir wieder zu den chronologischen Sachen, was in diesem Jahr 1950 passiert ist. Mal schauen, ja, die Grundbemerkungen stehen ganz rechts, kommen aber gleich am Anfang. 9. Mai 1950. Frankreichs Außenminister Robert Schuman legt Pläne für eine deutsch-französische Zusammenarbeit vor, die Grundstock für die europäische Gemeinschaft werden soll. Schuman unterbreitet den Vorschlag, die deutsche und die französische Stahl- und Kohleindustrie einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen. Da ging so unter dem Vorwand der europäischen Einigung und und des Friedens ging die Vereinnahmung Deutschlands los. Denn damals war ja die Kohle- und Stahlindustrie der ganz große Treiber, das ganz große Geschäft, die ganz große Industrie, die Deutschland immer wieder nach oben gebracht hatte vorher. Und so konnte man sie schön an die Kette legen und von französischer Seite her überwachen. So wie man das heute verlängert hat, kommt ja noch dieser Élysée-Vertrag, den man jetzt in Aachen verlängert hat. Und an dieser Geheimabsprache, was die Waffenlieferungen ins Ausland betrifft, schön zu sehen ist, wie wir da wieder über den Tisch gezogen worden sind, wir Deutschen. Ne? Nicht die, die es unterschrieben haben, die wussten genau Bescheid, diese Verräter unseres Volkes, diese Frau Merkel und alle, die da mit rumgestanden haben und haben geklatscht und haben applaudiert, als sie da im Aachen ihre große Rede gehalten hat. Ne? Die wussten da alle Bescheid, garantiert. Aber das deutsche Volk, das wird verraten und verkauft von diesen Leuten an jeden dahergelaufenen und vor allen Dingen an die Franzosen. Und damit meine ich nicht das französische Volk, sondern diese französischen zionistischen Kreise, die Frankreich schon seit, ja, seit fast der französischen Revolution im Griff haben. Weiter geht's. Mit dem 17. Halt, sehe ich gerade, das ist Juni, also kommt das später, die zweite Randbemerkung. Können wir gleich weitermachen. 25. Mai 1950. Skandalumwitterte Beziehung. Die schwedische Filmschauspielerin Ingrid Bergman und der italienische Regisseur Roberto Rossellini heiraten in der mexikanischen Stadt Juarez. Die Trauung wird in Abwesenheit des Paares vollzogen. Aha, wie geht das? Die jetzt legalisierte Verbindung hat seit einem Jahr die Gemüter erregt.
als skandalös wurde empfunden, dass die verheiratete Bergmann sich offen zu ihrem außerehelichen Verhältnis bekannte. In der US-amerikanischen Öffentlichkeit löst das Verhalten der Schauspielerin, die sich mit ihren Rollen in Casablanca, Wem die Stunde schlägt, beide 1943, Sklav und Sklavin des Herzens 1949 unter anderem ein Stammpublikum erobert hat. Heftige Empörung aus. Bergmann erhält in Hollywood keine Rollenangebote mehr. Der Film Stromboli, bei dessen Dreharbeiten sie Rossellini kennenlernte, wird in den USA boykottiert oder vom Publikum ausgepfiffen. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Ingrid Bergmann und Roberto Rossellini während der Biennale in Venedig. Ihre Verbindung löst so große Empörung aus, dass die Schauspielerin jahrelang von Hollywood ignoriert wird. So. USA, the land of the free, wie man so sagt, ne? Ha, ha, ha. So frei ist es dort gar nicht. Weiter geht's. Und dieselbe Unfreiheit, vorgespielte Freiheit, hat man uns aufgedrückt seit 1945. 13. Juni 1950, zumindest in den Westen. Wir haben sie erst seit 1990. 13. Juni 1950, Apartheid gesetzlich verankert. Die südafrikanische Regierung verschärft ihre Rassentrennungspolitik. Das Repräsentantenhaus des britischen Dominions billigt den sogenannten Group Areas Act, durch den jeder Südafrikaner einer Rasse zugeordnet wird. Zugleich ist die Ausweisung getrennter Siedlungsgebiete für Angehörige der verschiedenen Rassen vorgesehen. Die Bestimmungen sind Teil der restriktiven Politik der weißen Regierung unter Ministerpräsident Daniel François Malan. Ich erinnere nochmal, einer von der Kirche, ne? Seit seinem Amtsantritt im Jahre 1948 wurde die Apartheid-Politik stetig verschärft. Durch eine politische, soziale, wirtschaftliche und räumliche Trennung der Rassen soll eine isolierte Entwicklung der Bevölkerungsgruppen in allen Bereichen herbeigeführt werden. Die gesetzlichen Maßnahmen verfolgen den Zweck, die Herrschaft der weißen Minderheit zu sichern. Immer wieder kommt es zu Protestaktionen der schwarzen Bevölkerung. Ja, interessant, ne? Aber Südafrika hat man deswegen nicht bombardiert, obwohl, und wir sehen, wie gesagt, das, was uns heute vorgeworfen wird aus dieser Zeit, war in vielen Gegenden und Regionen der Welt noch Usus, diese Rasseneinschätzung. Selbst in den USA gab es die noch und. Auch wenn man da immer so heuchlerisch so getan hat von oben, dass das alles bekämpft werden sollte. Aber es war Usus in vielen Regionen und Ländern der Welt, diese Einteilung der Leute in Rassen, Weiße, Schwarze, bla bla bla. Aber nur uns wurde das so dumm ausgelegt, dass man unser ganzes Land deswegen boykottierte, sabotierte und am Ende kaputt schoss. Und deswegen sage ich immer wieder, wenn man heute alles nur aus der Sicht von heute darstellt und gerade der Jugend uns als böses Tätervolk verkauft, wie wir ja die Wirkung gesehen haben in Dresden bei diesen ekelhaften, in Anführungszeichen, Protestaktionen dieser schwarz gekleideten Antifa wieder bei dem Gedenken an die Bombenopfer von Dresden. Das ist das Ergebnis davon. Diese Irren, diese widerlichen Typen, die von der Geschichte null Ahnung haben, die aber jeden Tag in ihren Unterricht, den sie da bekommen, von ihren Parteien, von denen sie angespitzt werden, von SPD, CDU, CSU, ja, die gehören auch mittlerweile dazu, Grüne, Linke und FDP, so eingestellt werden, dass alles, was wir gemacht haben, war ein Unikat. Wir waren das schlimmste Volk der Erde zu der Zeit. Dabei war es im zeitlichen Kontext gesehen nur ein kleines bisschen über dem, was im Prinzip auf der ganzen Welt noch an Denke existiert hat, ne? Ja, aber wie gesagt, der Grund, den kennen wir ja. Deutschland war ein großer Wirtschaftsfaktor, hatte der Briten lange abgehängt vor dem Ersten Weltkrieg, hatte die USA auf Augenhöhe und das musste zerstört werden, weil wir ein bisschen eine andere Lebensweise hatten.
als es die Zionisten in Großbritannien, in Frankreich und vor allen Dingen in den USA sich vorgestellt haben, wie die Welt auszusehen hat. Und genauso erleben wir es mit Venezuela, wir erleben es mit dem Iran, wir haben es mit Kuba erlebt, wir haben es mit dem Irak erlebt, wir erleben es immer wieder, wie diese Ideologie die Welt kaputt macht, aber sich immer als die Befreier der Welt aufspielt. Dabei haben sie selber genug Dreck am Stecken, die Jungs aus Amerika, gerade die aus der AIPAC, ne? Weiter geht's mit dem 25. Juni 1950. Der nächste Krieg, der von den Zionisten im Prinzip provoziert wurde durch die Teilung Nordkoreas, die auch dort von den Amerikanern vorangetrieben wurde. 25. Juni 1950. Halt, ich sehe gerade was, jetzt kommt die Randbemerkung, kommt gleich dazwischen. 17. Juni 1950. Rowohlt bringt als erster europäischer Verlag Taschenbücher auf den Markt. Mit der Reihe RoRoRo bietet der Hamburger Verlag seinen Kunden ein preiswertes Lesevergnügen. Und jetzt kommt's, 25. Juni 1950. Ausbruch des Koreakrieges. Nordkoreanische Truppen greifen den Süden des Landes an und beginnen einen Krieg. Die USA betrachten den Angriff des kommunistischen Nordkoreas als eine Provokation seitens der Sowjetunion und entsenden Truppen, um dem von ihnen protegierten Landesteil beizustehen. Die Weltöffentlichkeit befürchtet den Ausbruch des Dritten Weltkrieges. Ja, aber wir wissen, dass vorher die Teilung durch die Wahl dieses Präsidenten, Parlament etc. von Südkorea ausging, also was eigentlich nur eine Besatzungszone sein wollte, wurde schon mal als Staat wieder, genauso wie Israel, genauso wie die Bundesrepublik, als vollendete Tatsache dem anderen Teil des Volkes, die dort gelebt haben, vor vollendete Tatsachen gestellt. Und man sollte es halt einfach so akzeptieren, genauso wie die Palästinenser akzeptieren sollen, dass ihnen die Israelis große Teile und da meistens das fruchtbarste Land ihrer Heimat geklaut haben. Wir sollten im Osten akzeptieren, dass der Westen der Westalliierten der Bundesrepublik gegründet haben und einfach Gesetze geschaffen haben, die nicht mit dem deutschen Volk wirklich vereinbart oder abgestimmt waren, sondern die uns übergestülpt worden sind. Dann kam natürlich auch die Reaktion und genauso war es in Nordkorea oder in Korea damals noch. Der Koreakrieg bedeutet nicht nur für den südostasiatischen Raum eine Bedrohung. Die US-Regierung befürchtet, dass sich der Krieg auf den gesamten pazifischen Raum ausbreiten könnte. Die Bevölkerung der USA sieht sich direkt von einer möglichen sowjetischen Offensive bedroht. Vielerorts bauen die Menschen Luftschutzbunker, obwohl es keine Informationen darüber gibt, ob sowjetische Waffen überhaupt amerikanisches Gebiet erreichen könnten. Innerhalb von 2 Wochen steigen die Lebensmittelumsätze durch Hamsterkäufe der Bevölkerung um 3%. Auch die europäischen Staaten befürchten einen Krieg, der sich auf ihr Territorium ausdehnen könnte. Es kommt zu Panikreaktionen, ja, wie immer. Und hier haben wir noch ein Bild dazu. 2 südkoreanische Soldaten holen einen verängstigten Nordkoreaner aus seinem Versteck hervor. Dabei haben sie ein wachsames Auge auf verborgene Heckenschützen. Ja, wie gesagt, hier haben wir das beste Beispiel dafür. Wir leben es leider auch in diesem Bericht, wird so dargestellt. Klar haben dann die Nordkoreaner versucht, die Teilung ihres Landes zu verhindern. Aber die Provokation, die eigentliche, die kam von den USA aus, dass sie praktisch schon den Staat Südkorea geschaffen hatten, ohne dass das in irgendwelchen Abkommen der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg so vorgesehen war. Wir haben es ja auch mit Taiwan erlebt, wir haben es gelesen, stand sogar drin, dass die Alliierten das den Chinesen zugesprochen haben. Heute wäre das völkerrechtswidrig, wenn oder das ist völkerrechtswidrig angeblich, wenn die Chinesen sagen, Taiwan gehört zu uns, wir wollen es wiederhaben. Ne? Ja, jetzt kommen wir zu was Einfachen, zu was Sportlichen. Oder kommt da vorher noch die Randbemerkung? Ja, die kommt vorher.
Wollen wir die noch wegmachen, die erste von den beiden? 2. Juli 1950, eines der berühmtesten Baudenkmäler Japans. Der goldene Pavillon in Klammern Kinkakuji, Klammer zu, in der alten Kaiserstadt Kyoto wird durch einen Brand vollständig zerstört. Jetzt nehmen wir einen Schluck Milch. Und jetzt kommt was einfach Sportliches, aber bloß durchzulesen. Da muss man nicht viel dazu kommentieren. 16. Juli 1950. WM-Titel geht an Uruguay. Mit einem unerwarteten 2:1 gegen die favorisierten Fußballartisten des Gastgeberlands Brasilien holt sich die Elf aus Uruguay zum zweiten Mal nach 1930 den Weltmeistertitel. In Brasilien, einem Land, in dem Fußball zur Religion stilisiert wird, macht sich Enttäuschung, Wut und Verzweiflung breit. Der heiß ersehnte und schon sicher geglaubte Titel wird der brasilianischen Elf von Trainer Flavio Costa im letzten Moment aus den Händen gerissen. Weinend schleichen die Spieler nach dem Abpfiff aus dem gigantischen Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. Starr vor Entsetzen verlassen die Fans nur zögernd und ungläubig die Kathedrale des Fußballs. Dabei hätte schon ein Unentschieden Brasiliens Elf den Titel gebracht. Damals gab es kein Finale, gab es eine Viererrunde mit Schweden, Spanien, Brasilien und Uruguay. Souverän hatte sie in den vorangegangenen Spielen der Finalrunde Jamers Schweden mit 7:1 und Spanien mit 6:1 deklassiert. Uruguay hingegen musste erheblich mehr Mühe aufwenden. Nur ein mageres 2:2 brachten die Weltmeister von 1930 gegen Spanien zustande. Mit einem hart erkämpften 3:2 setzte sich das Team gegen Schweden durch. Für das alles entscheidende Spiel gegen den Erzrivalen Brasilien hat sich Uruguays Coach Juan López eine ausgeklügelte Taktik zurechtgelegt. Frühzeitig wollen seine Mannen die Spielzüge der Ballzauberer vom Zuckerhut stören, um dann mit blitzschnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Dieses Spiel behagt den Brasilianern überhaupt nicht. Nie gelingt es ihnen, ihr elegantes Spiel aufzuziehen. Die Fußball-WM hatte, wie ihre Vorgänger, unter einem lückenhaften Teilnehmerfeld gelitten. 13 Mannschaften waren erschienen, um den Titel unter sich auszuspielen. Auch die Engländer hatten sich dazu bereit erklärt, nach Südamerika zu kommen. Das Team um Stan Matthews wollte der Welt demonstrieren, wer die wahren Könner am Ball seien. Als die Engländer im zweiten Vorrundenspiel gegen den Fußballzwerg USA mit 0:1 verloren, glaubten Kommentatoren noch an einen schlechten Scherz. Aber nach einer weiteren 0:1 Niederlage gegen Spanien war es mit der englischen Fußballherrlichkeit vorbei. Starke Fußballnationen wie Argentinien, Ungarn und Österreich blieben dem Turnier fern. Ja, und da haben wir noch Bilder dazu. Und Uruguays Torhüter Roque Maspoli hechtet im Finale vergebens nach einem Ball. Der brasilianische Schuss verfehlt jedoch das Tor. Da haben wir ein Schwarz-Weiß-Bild von diesem Finale. Ja, was ja nicht drin steht. Auch in einschlägigen Fußball-WM-Büchern kann man es nachlesen. Das hat manche Brasilianer so getroffen, dass sie noch im Stadion erschossen haben. Kein Quatsch, ist wirklich so. Da haben wir hier noch das Maracanã-Fußballstadion in Rio de Janeiro. Fast, muss man jetzt sagen, fast. 200.000 Zuschauer. Die Arena ist bei ihrer Eröffnung 1950 eine Sensation in der Fußballwelt. Jetzt ist sie auch nicht mehr so groß seit der WM in Brasilien. Ja, da kann man ja froh sein, wo das da mit dem 7:1 passiert ist, dass sich da nicht auch wieder gleich ein paar Brasilianer im Stadion erschossen haben. Also ganz so schlimm ist es in Brasilien nicht mehr, die Fußballmanie. Weiter geht's. Mit der letzten Randbemerkung, dann noch, kommen noch zwei kürzere Abschnitte. 22. Juli 1950. Nach sechsjährigem Exil kehrt Leopold III., König der Belgier, in sein Heimatland zurück.
In Belgien gibt es heftige Widerstände gegen den König. Ihm wird vorgeworfen, er habe sich, als die Deutschen 1940 Belgien besetzten, dadurch kompromittiert, dass er nicht mit der Regierung ins Exil gegangen sei. Nach Leopolds Rückkehr eskaliert die Situation, das Land wird von einer Streikwelle erfasst. 25. Juli 1950, Machtfülle für Ulbricht. Walter Ulbricht wird Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, in Klammern SED, praktisch das, was wir heute mit der Frau Merkel haben. Stehen zwar noch ex verschiedene bunte Parteien, Haribo-Parteien da, aber im Großen und Ganzen ist es eine bolschewistisch-zionistische Einheitspartei. Ne? Würde dann heißen BED. Ja, nee, bolschewistisch-zionistisch, BZD. BCE, BZE. BZED, Bolschewistisch-Zionistische Einheitspartei Deutschlands. Der Moskau-treue 57-jährige Leipziger erhält mit dieser neu geschaffenen Position eine Schlüsselstellung in der DDR. Die bisherigen Parteivorsitzenden Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl werden von Ulbricht abgelöst. Damit endet auch in der obersten Parteispitze das Prinzip der paritätischen Vertretung von früheren KPD und SPD-Mitgliedern in den bedeutsamen Gremien der 1946 durch den Zusammenschluss beider Parteien entstandenen SED. Der mit großer Propaganda betriebene Kult um die Partei folgt sowjetischem Vorbild. Ja, die Jüngeren kennen vielleicht nicht mehr, aber ihr kennt noch, man mit dem Spitzbart, ja, der Herr Ulbricht. 7. August 1950. Europarat wird erweitert. Dagegen wurde langsam das Monster immer mehr geschaffen, was uns heute in Europa knechtet. Europarat wird erweitert. Mit Beginn der Sitzungsperiode der beratenden Versammlung des Europarats in Straßburg nehmen erstmals auch Delegierte aus der Bundesrepublik an den Verhandlungen teil. Damit erlangt Bonn weitere internationale Anerkennung und geht einen wichtigen Schritt in Richtung Westintegration, also betreibt die Spaltung Deutschlands weiter. 1951 wird die Bundesrepublik als 14. vollberechtigtes Mitglied in den Europarat aufgenommen. Der 1949 aus der Taufe gehobene Europarat ist die älteste politische Vereinigung Westeuropas. Seine vordringliche Aufgabe ist es, eine engere Verbindung zwischen den Mitgliedern herzustellen und den gemeinsamen Fortschritt zu fördern. Und damit sind wir durch für heute. Und das war der nächste Schritt, uns immer mehr von unserer Souveränität zu geben, damit Deutschland ja nie wieder so stark wird, wie es einst vor dem Ersten Weltkrieg der Fall war, als wir wirtschaftlich alle europäischen Staaten weit hinter uns gelassen hatten, wie gesagt, auf Augenhöhe waren mit den USA, als wir militärisch in der Lage waren, uns zu verteidigen, auch wenn wir zwei Kriege verloren haben. Aber man muss sehen, wer sich da alles gegen uns verbünden musste, um das zu schaffen, war schon eine ganze Menge. Ja, und auch unsere außenpolitische Souveränität hatten wir noch wirklich wichtige Wörter mitzureden, in Aufteilung von Kolonialreichen etc. Und viele, viele Sachen wurden in Berlin mitentschieden, vor allen Dingen in Berlin. Die Balkankrise im 19. Jahrhundert etc., wo Bismarck noch einen wesentlichen Einfluss hatte und, und. All das sollte nie wieder passieren, dass Deutschland ein souveräner, eigenständiger Staat wurde. Und deswegen hat der Franzose ganz schnell zugegriffen in der Stahlindustrie und der Kohleindustrie, die mit dem Franzosen zu verquicken, um da die Hand drauf zu halten. Das war dann etwas geschickter als nach dem Ersten Weltkrieg, als sie uns einfach besetzt haben und gesagt, ihr müsst die Hälfte von dem, was ihr produziert, abgeben, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, ob es Hälfte war, aber wie gesagt, man müsste eine ganze Menge abgeben. Ja, man hat das jetzt als friedliche Bündnisse getarnt. Und dann kamen halt solche Sachen wie der Europarat und, wo man Deutschland eingebunden hat. Und dadurch hat natürlich der Herr Adenauer und seine Administration die deutsche Teilung mehr und mehr verfestigt und zementiert.
Es ging immer die entscheidenden großen Schritte erst von den Westalliierten aus und die wurden dann von ihrem willigen Knecht Adenauer umgesetzt. Wie gesagt, tut mir leid, liebe Westdeutsche, dass ich euren Heiligenschein von euren glorifizierten Adenauer nehmen muss, aber er war ein ganz großer maßgeblicher Spieler damals, dass es zur deutschen Teilung gekommen ist. Auch wenn es heute propagandistisch anders dargestellt wird. Das heißt nicht, dass ich irgendwelchen Kommunismus verherrlichen will oder sonstiges, aber den hätten wir wahrscheinlich im Osten nie gehabt, wenn der Herr Adenauer nicht das willige Vasällchen der Westalliierten gewesen wäre. Und hätte auch für ein unabhängiges, neutrales Deutschland gearbeitet, so wie es die Österreicher dann bekommen haben. Denn die sind ja dann neutral geworden und die gehörten kein Bündnis an. In dem Sinn. Tja, gut, das war's für heute. Ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante dabei. Wünsche noch einen schönen restlichen Dienstag und verbleibe wie immer mit halte die Ohren steif, bleib kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.